Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns mal wieder etwas Neues überlegt, ein neues Format. Ich wollte einfach mal wieder, ohne groß unterwegs zu sein, ohne groß zu schrauben, euch einfach meine Leidenschaft, meine Erfahrung fürs Tuning ein bisschen weitergeben. Deswegen herzlich willkommen zu dem ersten Teil, meine Top 3 der Fahrzeuge mit am meisten Tuningpotenzial bis 5000 Euro heute. Bevor es damit losgeht, wollte ich noch mal einmal kurz darauf aufmerksam machen, weil ich sehr stolz auf diese Partnerschaft bin. Insta360 hat bis zum 1.2. noch ihren großen Winter Sale. In der Artikelbeschreibung unten findet ihr einen Link. Da kommt ihr direkt zur Angebotsseite. Vielleicht hat der eine oder andere ja Bock noch auf eine Insta360-Kamera. Dann sehr gerne viel Spaß beim Shoppen. Es gibt ein paar Prozente und lieber günstig kaufen als nächste Woche wieder teurer. Ne? Vielleicht sollten wir jetzt allererstes mal klären, was ist überhaupt ein gutes Auto mit Tuningpotenzial? Ganz einfache Sache, das Fahrzeug muss einen Turbolader haben und muss tunbar sein. Alles andere hat für mich kein Tuningpotenzial, weil jeder weiß, ein Fahrzeug auf Turbolader umbauen ist immer aufwendig, kostspielig und meistens illegal, weil es einfach heutzutage nicht mehr eintragbar ist. Deswegen geht es heute bei unseren drei Autos definitiv nur um Autos, die serienmäßig einen Turbolader verbaut haben. Und da kommen wir auch schon zu meinem Platz 3. Der Ford Focus ST aus dem Baujahr 2005 bis 2010 aus der zweiten Generation. Bei diesem Ford Focus ST handelt es sich um einen Fünfzylinder. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Fünfzylinder quer auf der Vorderachse mit Frontantrieb. Serienmäßig hat dieses Auto 2,5 Liter Hubraum, 9:1 verdichtet und hat 226 PS dank Turbolader. Also 4 Ventile, in meinen Augen wirklich eine optimale Basis für ein getuntes Auto. 6-Gang-Schaltgetriebe ist auch nie verkehrt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir gucken mal, was diese Autos heutzutage eigentlich kosten. Ist wirklich ein Auto, was in meinen Augen komplett underrated ist, weil ich hätte niemals gedacht, dass es ein Ford Focus ST für unter 5000 Euro gibt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gleich diverse davon in diesem Preissegment finden werden. Und dann gucken wir mal in unsere Suche rein. Ford Focus ST ab Baujahr 2005, dass wir nur die zweite Generation haben, ab 226 PS. Dann haben wir nämlich die ST-Modelle mit dem 5-Zylinder Turbomotor. Und was spuckt mobile aus? Also ich könnte sein, dass ich in diesem Video tatsächlich ein bisschen schwach werde. Und hier haben wir auch schon unser passendes Exemplar. Ford Focus ST MK2 2,5 Liter Turbo in Elektrik Orange für 4.300 Euro. Deutsches Auto, 320 PS, der ist hier schon leistungsgesteigert. Das heißt, das ist jetzt das perfekte Beispiel dafür, dass diese Autos definitiv für kleines Geld richtig performen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mich für dieses Video ein wenig vorbereitet habe, hatte ich dieses Auto rein gar nicht auf dem Schirm. Deswegen finde ich es umso cooler, dass ich es jetzt auf dem Schirm habe, weil ich hätte niemals gedacht, dass es für 3.000, 4.000, 5.000 Euro einen 5-Zylinder Turbo gibt, mit dem man jede Menge Performance-Spaß auf der Straße haben kann. Kommen wir zu unserem Platz 2. Ganz anderes Auto hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm. Und zwar Grande Punto Abarth. Ja, ihr habt richtig gehört, mein Herz schlägt mittlerweile für den Abarth. Allerdings in dem Fall nicht in der Fiat 500 Karosse, sondern ein wenig später gab es genau diesen Motor, den 1,4er Turbo, auch noch in der Punto Karosse. Diese Karosse eignet sich viel, viel besser dafür als meine, weil das Auto ist einfach ein bisschen flacher und ein bisschen breiter. Dieses Fahrzeug hat dann nicht das Getriebe, was ich drin habe, sondern hat schon ein 6-Gang-Opel-Getriebe. Bei dem Auto muss ich mich auch nicht vorbereiten, weil ich kenne das Auto einfach. Und ich kann euch sagen, mit meiner Erfahrung im Bereich Abarth, dieser Motor für jeden, der für wenig Geld Spaß haben will, das ist es. Wirklich. Also, was der mitgemacht hat, leistungstechnisch, in dem Auto, ist wirklich geil. Thank you.
Jetzt mal zu den technischen Daten. Also der Fiat Punto wurde gebaut von 2005 bis 2018, also diese dritte Generation, was urlang ist. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, von dem Abarth Grande Punto gibt es garantiert nicht so viele, weil der wurde nur gebaut von 2010 bis 2011. Also ich bin wirklich gespannt, ob ich mich da nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt habe und diese Autos doch über 5.000 Euro kosten. Leergewicht laut Wikipedia 1040 bis 1280 Kilo. Das heißt, das Ding wird nicht viel schwerer als mein Abarth sein. Man sieht optisch aber schon gleich, dass der deutlich mehr nach Rennauto aussieht als mein Abarth, weil er halt einfach flacher und breiter ist. Den gibt es mit genau meinem Motor, die 135 PS, mit 155 und einen mit 179 PS sogar. Ist denn der Abarth SES oder der Abarth Supersport? Ui. Abarth Supersport klingt natürlich gleich schon mal schneller. Wir finden tatsächlich nur 20 Autos, aber es ist tatsächlich, wie ich gehofft habe, einer für 4.750 Euro drin. 132.000 Kilometer, Schaltgetriebe dritte Hand, 155 PS. Spurverbreitung 40 mm eingetragen, Tieferlegung eingetragen, TÜV bis 0,725. Also reinsetzen, losfahren. Also man sieht optisch schon, dass das Auto einfach sportlicher ist als mein Abarth. Also er ist einfach ein bisschen gefühlt kompakter, breiter, flacher. Hat genauso schon so, ich sag jetzt mal, Sportsitze drin. Aber ich kann euch halt einfach sagen, ich weiß, dass dieser Motor der gleiche Motor ist wie aus meinem Auto. Das heißt, als Beispiel, wenn ihr in Richtung 200 PS kommen wollt, reden wir einfach nur davon, eine Auspuffanlage, vielleicht eine Ansaugung, ein bisschen Software. Ist auch egal, weil eine Sache ist Fakt. Ihr macht an dem Auto 1, 2, 3 Sachen, habt 180 PS. Vielleicht steckt ihr auch einen großen Turbolader drauf, dann geht es eher in Richtung 230. Das ist auf jeden Fall ein Auto, was mit kleinem Geld tunbar ist und halt auch noch richtig Spaß macht. Weil Gewicht ist alles, gerade bei Frontantrieb. Und dieses Auto mit dem Gewicht ist einfach wirklich geil. Jetzt kommen wir zu meinem Favoriten. Dieses Auto, ich habe da auch ein Beispiel für. Benny aus Hannover hatte mal eins dieser Fahrzeuge. Und ich würde sagen, wir rufen den mal als allererstes an und hören mal, was er sagt, weil ich weiß, er wird am Telefon anfangen zu lachen und kann sich an dieses Auto erinnern und wird all meine Gedankengänge bestätigen. Deswegen rufen wir einfach mal den Benny BK Performance an und hören mal, was er dazu sagt. Okay, Benny ist nicht erreichbar, vielleicht ruft er gleich noch zurück. Und zwar, es geht um... Audi A3 mit dem 1.8T. Baugleich dazu Golf 4 1.8T, dann als GTI. Deswegen müssen wir diese Autos einfach zusammenfassen, weil ich konnte dafür nicht zwei Plätze vergeben. Günstiger ist definitiv der A3 8L 1.8T. Bei diesem Auto muss ich ganz ehrlich sagen, es handelt sich um einen 1.8T-Motor, das heißt 4-Zylinder-Turbo. Ein Steuergerät, welches sich extrem gut von den ganzen Tunern wie Benny abstimmen lässt. Es gibt wirklich alles für dieses Auto. Also, oh, jetzt ruft er an. Benny! Jo, hast angerufen? Ja, ich mache hier gerade ein Video. Ja. Ist quasi live mit drin. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe mir mal meine Top 3 Autos, der Autos mit dem größten Tuning-Potenzial bis 5.000 Euro rausgesucht. Ja, okay. Und ich bin gerade bei meinem Top 1 Platz. Und da habe ich sofort an dich gedacht, weil du hattest dieses Fahrzeug mal für die Rundstrecke. Ja. Und hast da richtig Meter mitgemacht, falls du dich noch dran erinnerst. Warte mal, lass mich ganz kurz, hatten wir das bei dir schon vorgestellt? Nee, das ist viel, viel früher. Das war noch zu unseren Anfangszeiten, bis 5.000 Euro. Du hattest mal so ein Auto, wo du extrem viel Spaß mit hattest, welches ratzfatz 300 PS hatte und du wirklich Meter auf der Rennstrecke mitgemacht hast. Warte, lass mich kurz überlegen. Ey, so viele Autos hattest du noch nicht. Warte, ich stehe gerade überall auf dem Schlauch. Ja, verstehe ich. Mensch, dein A3 mit dem 1.8T. Alter, klar, natürlich. Das war im Prinzip mein erstes Track-Tool sogar. Ich sag mal, wenn man es Track-Tool nennen kann, aber in dahingehend umgebaut. Ja, eine super einfache, coole Basis. Vorhin, wann war das ungefähr? Wie lange das her ist, das ist 12, 13 Jahre her. Hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Und selbst damals gab es diese Autos ja schon für irgendwas 2, 3, 4.000 Euro. Richtig, genau. Und welches Auto gibt es für 2, 3, 4.000 Euro, wo man bitte so einfach aus dem Serienmotor, was geht mit so einem Serienmotor, wenn man da nur den Bolt-On-Karnel 4 draufsteckt, den größeren Turbolader?
Ja, ich sag mal so bis 400 Newtonmeter und so um die 300 PS ungefähr. 300 PS? Genau, 300 PS und das fährst du halt, ja, das geht halt nie kaputt, das funktioniert halt einfach, ne? Ja, ich werde nicht vergessen, wie du das Ding über die Rennstrecke gescheucht hast. Ja, das funktioniert absolut genial. Alles an Ersatzteilen sind natürlich super günstig und auch Tuningteile, also sprich Fahrwerk, Aufhängung, ist alles günstig und funktioniert halt super. Nee, kann man nicht anders sagen. Ja, ich stand gerade komplett auf dem Schlauch. Muss man beim, wo ich dich jetzt schon mal dran habe, beim Golf 4 oder beim A3 irgendeinen bestimmten kaufen? Ist ganz egal bei dem 150 PS 1.8-Täler, ne? Nee, ist wirklich eigentlich theoretisch egal. Also eventuell, man könnte noch den Seat Leon dazu nehmen, weil er halt auch so günstig ist und die gleiche Plattform ist und es auch mit 1.8-Turbo gibt. Das ist egal, welche Basis man dann halt da nimmt. Ne? Ob der Audi, ob der Seat. Oder halt der VW Golf, ne? Jetzt gibt es die ganzen ja auch noch mit 180 PS teilweise, ne? Genau, das sind ja ein bisschen neuere Modelle nach 2000 oder ab 2000. Die haben ein bisschen größeren Serienturbolader, ist dann aber für einen weiteren Umbau egal. Weil wenn man den macht, was und Richtung 300 PS will, schmeißt man genau die gleichen Teile auch wieder raus. Also jetzt ist es ja so, 150, 180 PS ist ein kleiner K03 Turbo und die ganzen großen Modelle davon, S3, hatten einen K04. Dieser K03, wann ist der leistungsmäßig am Ende? So 200 PS die K03-Modelle und so 220, 230 die K03S-Modelle. Okay. Und steckt man den K04 da drauf, muss man aber motortechnisch, also an der Hardware, nichts machen? Genau, also alles, wenn man das Drehmoment begrenzt, so bei um die 400 Newtonmeter, dann können das die Pleuel ab und dann kann man problemlos so bis Richtung 300 PS fahren. Alles klar. Ne, muss man halt noch so ein bisschen das Kraftstoffsystem anpassen, aber relativ einfach umzubauen, das Ganze. Hast du uns schon geholfen? Ich erinnere mich an die Bude auf jeden Fall sofort. Weil da damals war so Rennstrecke fahren noch so gar nichts für mich, ne? Und du standest irgendwann mal vor mir und hast mir erzählt, ja, ich fahre die ganze Zeit mit dem A3 irgendwelche Trackdays mit. Ich sag so, wie, mit was für dem A3? So, ja, ne? Richtig. So hat das Ganze im Prinzip angefangen. Ich konnte das gar nicht glauben, weil ich hätte gedacht, so ein gemachter Turbomotor fliegt sofort aufeinander auf der Rennstrecke, ne? Nee. Aber wir haben das jetzt ja bei meinem Crossbow auch gesehen, dass das echt gut funktioniert eigentlich. Es hat super funktioniert. Nee, kann man nicht anders sagen. Es ist eine sehr gute Basis dafür, für das Geld. Super. Hast du uns geholfen? Ja. Weitermachen. Alles klar. Ja. Ciao. Und wenn es jemand gibt, der sowas ausgiebig testet, dann ist das definitiv Benny, weil Benny ist jemand, den habe ich hart am Gas kennengelernt. Der ist bis heute so, wir gucken einfach mal rein. War ein guter Hinweis von ihm, dass wir gar nicht unbedingt einen VW nehmen müssen, sondern das Gleiche gibt es auch noch im Seat Leon. Also ihr habt zur Auswahl Seat Leon, Golf 4 oder Audi A3, was er optisch am schönsten findet. Fakt ist, 150 PS 1.8T wird der günstigste und kleinste Motor sein. Das sind immer 5-Gang-Frontfräsen. Das heißt, ohne viel Aufwand, mit ein bisschen Downpipe etc. 200 PS steckt man einen größeren Turbolader drauf. Und das sind noch Modelle, wo so ein größerer Turbolader nicht 2.000 Euro kostet. Die gibt es mittlerweile als Nachbau für 400-500 Euro. Habt ihr 300 PS und ändert die Peripherie ein bisschen drumherum. Und ich sag euch, jeden, der rennstreckenmäßig einfach ein bisschen reinschnuppern will, 300 PS auf der Vorderachse, reicht vollkommen. Wirklich, vollkommen. Ja, okay, das ist halt wirklich unglaublich, dass der erste A3 8L steht, haltet euch fest, für 650 Euro drin. Und das wird hier kein Einzelgänger sein. Okay, ja, mit Rost am Schweller und so weiter, das wird halt schon so eine richtige Möhre sein. Mit 300.000 Kilometer, Alter, aber 650.000 Euro. 650.000 Euro, 650 Euro, da bin ich ein bisschen sprachlos. Der nächste hinterher kostet 690 Euro. Und dann kommt tatsächlich einer, okay, jetzt haben wir leider die 2.3er Golf 4 dazwischen. Das ist ein ganz schlechter Motor, der ist ja gar nicht für geeignet. Aber jetzt kommt hier tatsächlich viertüriger Golf 4 1.8T AGU, das ist der 150 PSler, auch für 900 Euro. Also deswegen ist dieses Auto meine Top 1, weil der Schrauber, der ein bisschen guckt, kriegt für 1.000 Euro so ein Auto, steckt in dieses Auto nochmal 4.000 Euro rein, bis er budgettechnisch bei den 5.000 Euro ist, hat um die 300 PS, hat ein bisschen Budget für ein gebrauchtes Gewindefahrwerk von eBay Kleinanzeigen, kann vielleicht nochmal eine Kupplung neu machen, kann nochmal zu Benny zum Abstimmen fahren und hat am Ende ein Auto mit um die 300 PS mit einer Technik, wie Benny schon gesagt hat, die wirklich improved ist und dazu auch günstig instandhaltbar ist. Weil die ganzen Teile gibt es mittlerweile alle im Zubehör. Man muss keine Originalteile kaufen, sondern man kann für kleines Geld auch coole Ersatzteile kaufen.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Einfach mal ein bisschen was anderes. Meine Top 3 der Autos mit am meisten Tuningpotenzial bis 5000 Euro. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das gefunden habt. Und noch viel wichtiger, welche Sendung ihr gerne sehen würdet. Keine Angst, wir wollen da nicht viele Sendungen von machen, sondern vielleicht eine Folge pro Monat. Deswegen ist es umso cooler, wenn wir richtig geile Themen dafür zusammenkriegen. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Danke fürs Zuschauen und denkt an den Insta360 Sale bis zum 1.2.